Und damit herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir reiten jetzt mal ganz entspannt, zurück nach, hab den Namen vergessen, Sukabliedratai. Und ich überlege tatsächlich, Schnellreise zu betreiben. Allerdings ist mir das eigentlich zu gefährlich und ich will nicht da durchreiten. Wo lang würde denn da reiten? Da kommt man über den Fluss? Okay, ich hätte gesagt, da kommt man nicht über den Fluss, aber gut. Ne, wir reiten einfach kurz hin. Mir ist es. Wer bist du? Mann, aber okay. Pass auf, was du da treibst! Schnauze! Sonst mache ich den Kopf kürzer. Ich bin gerade ein bisschen lost. Genau, also mir ist es zu gefährlich, dass wir unterwegs von Kumanen angegriffen werden. Da habe ich doch lieber die Möglichkeit zu reagieren. Ich habe Klamotten an? Ja, okay. Dann ziehen wir mal kurz einen Bogen. Ja. Sehr schön. Mit dem Bogen rumreiten kann nie schaden. Und wir reiten aber mal kurz zurück. Und wenn wir zurück sind, dann bringen wir erstmal Hirschfleisch unter die Leute. Dann möchte ich mir eigentlich mal angucken, wo denn das Bruchstück des Schwertes ist. Das fehlt uns ja noch. Hätte ich da irgendwo abkürzen können? Nein, hätte ich nicht, okay. Genau, das Bruchstück des Schwertes fehlt uns noch aus. Jetzt wollte ich Timeberg sagen, nein, Ratai. Dann gucken wir mal nach, ob wir was mit Theresa machen. Und gehen dann entweder noch in dem Part, wobei ich glaube nicht, dass wir das zeitlich schaffen, also wahrscheinlich im nächsten Part, ganz entspannt nach Talmberg, beziehungsweise Uschitze oder so. Mal gucken. Ich denke nach Uschitze und von Uschitze dann nach Talmberg. Das ist nämlich relativ ein Weg. Das passt ganz gut, weil in Uschitze müssen wir ein bisschen was beschaffen, in Talmberg müssen wir ein bisschen was beschaffen. Hier, die ist das. Schauen wir mal. Ich muss auch mal gucken, was ich hier noch alles klauen muss. Also, wir könnten ja eigentlich mal mit dem da schnacken. Ob der nicht auch ein paar Diebesmissionen für uns hat, der ist ja auch ein Müller. Jo, Herr Müller. Könnte ich ja mal direkt machen, ne? Zack. Spät haben wir's. Okay, es ist relativ früh morgens. Du bist nicht der Müller. Gerade gehe ich einfach nur durch, du Penner. Bist du der Mutter? Nee. Heuerling. Der hat so viele Heuerlinge hier, der Müller. Also der keine Hilfe, da ist er. Nein, so. Servus. Gott sei mit dir. Okay, alles du gut. Hast gar nichts. Okay, ich glaube der erste Müller, bei dem wir gar nicht, die bis Mission machen können. Ja, bei Wojciech, bei Peschek und bei dem da hinten, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, ich glaube, der ist einfach nur Müller, konnten wir die bis Mission machen. Ganz genüsslich. Erstmal ordentlich einen wegklauen. Sind wir inzwischen eigentlich, kurze Realitätsüberprüfung. Ist das wert? Das ist Kampf. Bogen 7, okay. Das heißt, wir können den Bogen korrekt halten inzwischen. Sehr schön. Was haben wir noch für Fähigkeiten? Trinkfestigkeit, okay, ja, das ist mir egal. Ich setze mich mal kurz ein bisschen aktiv hin. Ja, das ist hier ja doch eine Ecke, an der man häufiger mal überfallen wird. Da müssen wir ja mal gucken. Nicht, dass jetzt hier ein Überfall stattfindet und wir da mitten reingeraten. Oder wir noch überfallen werden, das wäre ja eine Frechheit. Ne, hier ist alles ruhig, okay. Selten. Eigentlich nie. Gefühlt. Klar, ne, ist schon relativ häufig ruhig, aber gefühlt nie. Irrelevant. Ich weiß nicht ganz genau, wodurch man die Kartensicht freischaltet. Das hatte ich mir mal irgendwann durchgelesen. Ich glaube, es war durch. Was? Durch eine Fähigkeit oder so? Ich glaube, es war durch eine Fähigkeit, die man skillen konnte. Bin ich falsch gelaufen? Nämlich. Hier jetzt kann ich entscheiden. Naja, genau. Hier kann ich jetzt entscheiden, dass ich rechts rumgehe. Gut, dann kommen wir da gleich nochmal an eine Stelle, wo es
neuralgischer Punkt für auf die Fresse ist. Genau. Da oben, ne, am umgestürzten Baum. Oder war es ein abgebrannter Baum? Ich weiß es doch nicht mehr. Länger als 5 Sekunden her. Schauen wir mal, ob da jemand mal wieder wartet, lauert. Dem ordentlichen Pfeil ins Gesicht stecken müsse. Ich glaube, wir können uns gegen 1 bis 2 Leute inzwischen noch ganz gut mit dem Schwert verteidigen. Das ist jetzt auch nicht mehr so ein Riesenproblem. Würde ich behaupten. Gefühlt bin ich hier falsch. Ich glaube, es sieht einfach nur ein bisschen anders aus. Ich habe leider immer noch einen Schlösserknacken auf einer hohen Stufe, dass ich genüsslich schwere Kisten aufbrechen kann. Dementsprechend haben wir aktuell noch 3 schwere Kisten, die uns fehlen. Also 3 sehr schwere Schlösser. Okay, hier ist auch keiner. Neuralgische Stellen eigentlich alle überwunden, glaube ich. Ich glaube, ansonsten gibt es gar nicht so richtig noch Stellen, wo hier viel los ist. Gut, dann würde ich sagen, Rest können wir reisen. Schnell reisen. Unteres Tor Ratai, oder? Okay, oberes Tor Ratai. Ich wurde hier auf dem gesamten Stück noch nie überfallen. Auch nicht hier oder so. Habe ich noch nie Probleme mit irgendwelchen Leuten. Keine Diebesware mehr dabei. Alles entspannt, würde ich behaupten. Auch komisch, dass man das nicht abbrechen kann, ne? So. Guten Tag. Unser Freund ist da unten. Steck mal bitte den Scheißbogen weg, danke. Ich muss jetzt gleich mal gucken, wie ich hier... Na, ich habe Hirschfleisch ja im Gaul. Ist gut, ist gut. So. Hallo, mein Freund. Hirschfleisch... 40, bitte. Servus. Ja, danke dir auch. Ich habe hier Wild für dich. Ja? Großartig. Kein Problem. Ja, übergeben. Bestätigen. Danke, Heinrich. Dafür bekommen wir viele Vorräte. Ich habe wieder was. Oh, verschlechtert? Der Meisterschmied bereitet ein Festmahl vor und will Wildbret in Sahnesoße auftischen. Ach, ich verstehe schon. Erlege ein Reh, melke eine Kuh und schlage die Sahne steif. Soll ich auch gleich Butter machen, wenn ich schon dabei bin? Das Rotwild allein reicht. Danke. Gott sei mit dir. Okay, jetzt will er Rehe. Rehe sind hier um die Ecke. Die kriegen wir relativ zügig. Das könnten wir mal machen, wa? Kurze Realitätsüberprüfung, Reh war doch hier unten zum Beispiel, ne? Ja. Hier unten, da oben. Ich würde sagen, wir reiten mal kurz nach da oben. Warum haben wir gerade Ruf verschlechtert? Falls es einer von euch weiß, gerne damit in die Kommentare. Spieler, Ruf. Raufner? Okay. Ratai. Händler 81, Landschaft 75, Waffenknecht 74, Bürger 100, Flüchtlinge 100, okay. Also mit den Händlern hier muss ich mich noch ein bisschen besser stellen. Und mit dem Umland muss ich mich noch ein bisschen besser stellen, was auch immer hier Umland heißt. Ne? Weil das da vorne ist, glaube ich, ein eigenes Gebiet. Kann aber auch sein, dass mich kacke finden, weil ich hier jemanden umgehauen habe oder so. Oder weil ich jetzt zwischendurch mal gepennt habe, obwohl ich hier nicht hätte pennen dürfen. Weiß ich ja nicht ganz genau. So, wo bin ich denn jetzt gerade? Ja, ich muss irgendwie noch weiter nach oben, okay. Ich glaube, ich sollte mir in jeder Raststätte eigentlich ein Zimmer auf Dauer holen, weil, also ganz ehrlich, ne, es kostet halt legitim gar nichts und ich habe halt ein Zimmer. Und 200 pisse ich halt legitim, ne? Hier stand, glaube ich, der Scheiß von dem... Okay, hab ich festgelaufen. Der Scheiß von dem... Buren stand ja hier. Nee, dahin wollte ich. Danke.
So. Dann wollen wir mal hier runter. Und ab in den Wald. Tag. Ich bin es, der Heinrich, der auf keinen Fall Rehe jagen geht, denn das wäre ja illere. Illegal, meine Güte. Obwohl ich Reh vielleicht besitzen darf, dementsprechend auch egal. Nur Rehhaut darf ich nicht besitzen, glaube ich. Servus. Ich glaube, da unten steht eins. Kann das? Ja, könnte auch einfach nur Dreck sein. Also schön Hill Down gucken geht gut. Das war ein schöner Bildglitch. Ich habe beim letzten Mal gesehen, nachträglich, dass da relativ viele Bildfehler waren, so was Helligkeit angeht und so. Ist mir beim Spielen selber gar nicht aufgefallen. Naja. Schwund ist immer, ne? Okay, ich bin jetzt genau im Jagdgebiet. Kurz mal Mikrofon ein bisschen anders machen. Und ein bisschen schleichen. Pass auf. Das hat noch Geräusche gemacht, ich Vollidiot. Und die angezogen. Hallo, mir sonst. Der Jorgen, der Hansi. Ich brauche nur ein hübsches kleines Rehlein. Aufgabe ist kompletter Much übrigens. Man kriegt dafür ultra wenig Geld. Das ist auch nichts. Sag mal nicht, dafür muss es wirklich Abend sein oder so. Ey. Die letzten Male so einfach irgendwas geschossen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es Nacht sein muss dafür. Ey. Oder Dämmerung oder so. Hallo? Hallo there. Wo kommt ihr denn her, Alter? Hello there. Euch kriege ich schon. Da mache ich mir keine Sorgen. Dann verarbeite ich euch zu Rehragu. Wo seid ihr hin? Seid ihr despawned? Das wird mir massiv gar nicht gefallen. Ich glaube, die sind despawned. Scheiße. Habe eins getroffen. Ehre. Ausreichend. Hoffe ich. Ja. Hirschfleisch. Hirsch? Scheiße. Wieso bist du denn ein Hirsch? Ich brauche doch ein Reh. Fuck. Rehfleisch. Scheiße. Jetzt habe ich hier so ein Hirschchen weggemacht. Leck mich, das hier ist Rehjagdgebiet und nicht Hirschjagdgebiet. Wieso bist du denn Hirsch? Oh, das ist doch scheiße. Oh, das darf ich tatsächlich auch nicht dabei haben, okay. Kurze Realitätsüberprüfung. Reh. Reh und Hirsche sind zwei unterschiedliche Viechers. Ich glaube, beides Rotwild, aber auch da bin ich mir nicht ganz so sicher. Da hinten sind welche.
Das gefällt mir sehr gut. Oh, hier ist ein interessanter Ort, okay. Das müssen wir uns mal merken. Oder wir machen es auch jetzt direkt. Nee, komm, das merken wir uns. Und ich gehe erstmal den Rehen hinterher. Die jetzt hoffentlich auch Rehe sind und nicht wieder Hirsche. Oder die einfach gespawnt sind. Nee, da hinten sind sie. Komm, da hinterher. Erwischt. Erwischt. Wieso seid ihr Hirsche? Oh. Bist du ein Hirsch? Bist ein fucking Reh? Oh. Leck mich, warum sind das Hirsche, Alter? Das ist doch kacke jetzt. Also ich kann es vielleicht schon einfach beim Jäger kaufen. Im Zweifel mache ich das auch gleich. Ich habe jetzt hier dreimal Viecher erlegt. Und zwar dreimal Hirsche anstatt Rehe, obwohl ich im Rehjagdgebiet bin. So, kurze Realitätsüberprüfung. Hier war irgendwo ein interessanter Ort. Wo waren das? Das hier. Nannte sich ein interessanter Ort. Warum? Warum ist es hier ein interessanter Ort? Ich kann hier nicht graben, da liegt irgendwas. Weil sind das sind Rehe. Viel kleiner die Viechers. Okay. Ich glaube, ich habe getroffen. Ich nicht? Doch da! Meine Güte, habe ich nicht gesehen. Rehfleisch 55. Ja. Und Spitzfall. Darf ich Rehfleisch mitnehmen? Nein, darf ich nicht. 55, okay. Pass auf. Davon tue ich jetzt mal 40 in die Satteltaschen. Nein. In die Satteltaschen. 40. Und das lasse ich fallen. Weil geklaut. Okay, jetzt habe ich 40 Rehfleisch in Satteltaschen. Gut, ich glaube, die suchen meine Satteltaschen auf, wenn ich erwischt werde. Entschuldigen Sie, wer sind Sie denn? Hans? Nee, Hans ist es nicht. Wanderer, achso, okay. Einfach nur random Dude. Guck mal, da steht auch Hans. Soll ich jetzt laufen hier überall? Werde ich wahrscheinlich rum. Gut, dann zurück zu unserem Freund. Haben wir heute Hirsch und Rehfleisch gebracht. Warum auch immer hier Hirsche im Rehgebiet sind. Muss ich wahrscheinlich nicht ganz begreifen. Wo ist denn der Bur? Der ist immer noch da, wo er eben war. Okay. Das heißt, wir reiten jetzt hier mal auf die... Okay, das ist ein ziemlich stark bestelltes Feld, Alter. Für die damalige Zeit, würde ich behaupten. Vor allem, weil es halt auch sehr aufgeschüttet wirkt. Ja, egal. Reiten wir mal hier runter und dann zurück zum Alex, heißt er, glaube ich. Ach, guck mal, hier ist Dingens, sein Pferd. Der Gaul vom Chef, vom Hand, nicht Hanusch, Roba? Roba, nee, Roba heißt auch nicht. Roba heißt der in Tollenberg, ne? Ach, keine Ahnung. Von unserem Chef hier quasi. Also nicht von unserem obersten Chef, sondern hier von dem Chef der Hütte hier. Der Armee hier. Also nicht, wie gesagt, nicht Hanusch von Leiper, sondern der Typ, der hier oben am Rastplatz steht. Oder wie das Ding auch mal heißt. Ich habe ehrlich gesagt vergessen, wie das Teil hier heißt. Der hier gerade nicht steht, sehe ich gerade. Okay. So, ab rein. Lass mich mal bitte in Ruhe. So. Gefährt.
Rehfleisch ins Inventar, ja, und abgeben. Ich habe hier Wild für dich. Wunderbar. Zeig mal, was du hast. Ja, da, nimm. Ja, ja. Danke, Heinrich. Dafür bekommen wir viele Vorräte. Ich habe eine weitere Bestellung. Oh Gott. Händler Hagen möchte bei einer Hochzeit innerhalb der Familie in weingegartes Wildschwein auftischen. Den Wein kann er selbst besorgen. Er will nur das Wildschwein. Das lässt sich machen. Hab ich dir nicht schon mal Wildschwein besorgt? Lebe wohl. Bei wem verschlechtert sich hier immer mein Ruf? Beim Waffenknecht? Kann das? Der war doch vorher besser, der Ruf, oder? Hm. Wenn ich wüsste, wo hier der fucking Waffenknecht steht, ne? Würde ich mal mit dem schnacken. Meisterbogenschütze. Gott schütze dich. Ja, servus, dich auch, mein Chef. Bogenschießwettbewerb wegen Ratteil. Lass uns handeln. Flink wie ein Wiesel. Fähigkeitenbuch über Agilität. Was kann ich hier verkaufen? Oh, scheiße, okay. Wollte ich Sachen verkaufen? Bestimmt, ne? Oder ich wollte ihn einfach verschießen. Kann ich auch sein. Ja, ich glaube, ist scheißegal. Die machen halt echt wenig Schaden, ne? Scheißegal. Ich kann dir meine Waffe gar nicht verkaufen, sehe ich gerade. Okay. Ja. Warenkorb prüfen. Falschen. Lässt sich was am Preis machen? Nun. Komm, ich gebe dir 135. Ja. Sehr schön. Bogenschießwettbewerb möchte ich mit dem jetzt eigentlich nicht machen. Wir machen offensichtlich heute nicht mehr. Ach, Nachtigall, ich hör dir Trapsen. Machen heute offensichtlich nicht mehr unsere gute Freundin. Ist aber auch egal. Haben wir noch früh genug Zeit. Ich würde sagen, für den heutigen Part reicht's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.